diese Podiumsrunde, sage ich mal. Das Wort Diskussion haben wir im Laufe der letzten Jahre gestrichen. Die Podiumsrunde dient einfach dazu, dass die Referentinnen und Referenten nochmal sich persönlich zeigen. Es geht also jetzt nicht um schwere Themenbewältigung, sondern es geht um Persönliches. Sie werden gleich genauer mitbekommen, worum eigentlich. Und ich darf nun Sie alle, Professor Hein, Sie begrüße ich jetzt als Ersten, denn Sie sind jetzt der Mann. Der Mann. Aber nicht der Alibi-Mann. Und außerdem sind Sie ja erst zwischendurch gekommen. Ne? Sie haben ja noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich zu zeigen. Also seien Sie doch so gut und kommen Sie als Erster hoch. Bitte den Platz auszusuchen. In die Mitte, in die Mitte. Danke, dass Sie das so mitmachen. Und Julia Kant ist auch inzwischen eingetroffen. Es ist die jüngste weibliche Referentin und deshalb hat sie das Privileg, jetzt gleich neben ihr zu sitzen. Ja, dann folgen Sie doch bitte. Frau Strohschein hat ja schon ihre Pflicht erfüllt und ist jetzt ganz locker bei der Kür. Frau Dr. Friedrich haben Sie schon begrüßt, die darf einfach jetzt hier oben mit dazukommen. Und Frau Ort haben Sie auch schon begrüßt. Frau Ort, ich bitte Sie nur um Nachsicht, ich hatte noch keine Gelegenheit, mit Ihnen das kleine Interview zu machen. Aber wir holen das morgen Vormittag noch nach, damit ich Sie dann gebührend vorstellen kann. Ja, kommen Sie doch auch einfach oben. Da wir so viele Neulinge beim Kongress haben, denke ich, ist es ganz gut, dass wir uns entschieden haben, auch Susanne Hühn, die ja den allen anderen schon vielfach bekannt ist, nun doch auch zum Podium zu bitten und um ihre Teilnahme zu bitten. Gehen Sie gerne rüber, aber bitte so, dass Sie sich nicht gegenseitig verdecken. Ich habe nämlich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, 7 Leute auf so einem kleinen Podium so unterzubringen, dass nicht einer die andere verdeckt. Können Sie, kann man alle sehen? So? Also auch von hinten sind alle jetzt jeweils mit Ihrem Angesicht Ihnen zugewendet. Können wir die Tür da hinten noch schließen? Irgendwie unter Feng Shui-Gesichtspunkten scheint es mir sinnvoll, die Hosentür hinten zu schließen, damit wir uns hier in der Runde auf Sie, liebes Publikum, einstellen können. Wir haben jetzt gut eine Stunde Zeit. Ich werde in 2 Runden Sie bitten, möglichst persönlich, locker, authentisch zu antworten. 2, 4, 6, naja, also jeweils gut 5 Minuten für jede Runde und Sie entscheiden das nach Temperament, wer losschießen möchte. Sie alle, jeder und jede von Ihnen hat ja eine ganz spezielle Begabung, irgendwann entdeckt, jedenfalls dann weiterentwickelt und zum Schwerpunkt gemacht Ihres Tuns und Ihres Seins womöglich auch. Wie auch immer Sie das nennen, Berufung, Medizin, Gabe, Berufung. Ich denke, es wird nicht nur mich interessieren. Wann geschah das, unter welchen Umständen, dass Sie gerade diese Gabe, diese Ihre nun spezielle Gabe, Begabung, Medizin entdeckt haben? Ich fange jetzt einfach an, weil ich das Mikro habe. Einschalten. Genau, einschalten. Ich fange einfach an, weil ich das Mikro jetzt habe. Ja, ich bin Susanne. Ja. Haben die anderen Pech? So ist es heute. Ah ja. Ich bin Susanne Hühn und ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich wieder hier sein darf. Als meine Mutter sagte mir irgendwann, da war ich 35, ich hätte schon mit 5 Jahren gesagt, später will ich mal Leute massieren. Das habe ich völlig vergessen. Und es stimmt, ich habe als Kind schon immer irgendeine Leute umgeknetet und habe dann auch mit 19 eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht.
Und am meisten hat mich bei dieser Physiotherapie immer interessiert, ich hatte eine ganz tolle Gyn-Lehrerin, die hat so, also Gynäkologie, die hat ganz tolle innere Reisen gemacht. Das war 1985. Und diese inneren Reisen fand ich toll, so Reisen durch den Körper und sowas. Natürlich habe ich auch ganz viele andere Sachen gelernt, habe dann 20 Jahre als Krankengymnastin gearbeitet. Aber diese Reise durch den Körper, das hat mich immer fasziniert. Und dann habe ich in der Praxis später sehr, sehr gerne massiert. Ich liebe das, mit den Händen zu arbeiten, habe viel Hand auflegen und sowas gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, mir tut vor lauter Massieren der Daumen weh. Gemerkt, das kannst du nicht für immer machen. Und hatte dann eine Freundin, das war Ende der 80er, und deren Eltern waren mit einem Geistheiler befreundet, mit dem Hossenfelder, genau. Also es gibt ja Wurzeln, das ist ein bisschen die Aufregung, ich kenne ihn wirklich gut, ja, mit dem Hossenfelder. Und ich war in so einer ganz, ganz kleinen Runde bei dem im Wohnzimmer und der machte irgendwas mit seinen Händen und jeder hat die Energie gespürt. Ich habe gedacht, wow, das muss ich lernen. Weil ich meinen Beruf nicht für immer ausüben kann, wenn es jetzt schon wehtut, da war ich paar 20. Und dann habe ich das gelernt und fing dann so an, habe dann eine Ausbildung als Psychologin gemacht und fing dann so an, mich immer mehr auf diese spirituelle Schiene selbst zu begeben, weil ich eine wunderbare Therapeutin hatte. Ich hatte das Glück, wirklich großartige Therapeuten zu haben. Und natürlich durch meine eigene Geschichte, ne, musste ich dann mich selber um vieles kümmern bei mir. Ich habe dann eine Essstörung gehabt und was auch alles ich hatte. Und war dann einfach in Therapie selber und habe so in den 90ern mich immer mehr entwickelt zu diesem Reinkarnationen, habe ich viel gemacht und viel Aurasoma und was man halt alles so gemacht hat in den 90ern und Louise L. Hay gelesen. Und das hat sich langsam entwickelt. Ich fing dann auch an, Romane zu schreiben, weil ich das einfach toll fand. Also es gab bei mir nicht dieses Wake-up, wo ich gemerkt habe, das ist es jetzt, sondern es hat sich wirklich organisch entwickelt. Und 2012 kam dann irgend so ein Marketing-Mensch auf mich zu und meinte, du machst so viel verschiedenes Zeug, was ist deine Kernkompetenz? Ich so, Gott, meine Kernkompetenz, ne? ich bin geistige sonst irgendwas. Und habe aber gedacht, nee, komm, nimm's mal ernst. Was ist denn die Kernkompetenz? Und habe dann gemerkt, was mich am meisten interessiert, egal was ich mache, ist immer das innere Kind. Ich komm einfach nicht drum rum. Egal was ich mache, am Ende lande ich immer beim inneren Kind. Und ich hatte ein Buch dazu geschrieben und dachte, naja, das Thema ist jetzt damit abgehakt, ne? Jetzt mache ich was anderes, war irgendwie in dem Bahn, ich müsste immer was Neues machen. Und habe dann gemerkt, nee, das ist das, was mich wirklich am tiefsten interessiert. Und ich bin Aszendent Krebs, ich muss irgendwas Emotionales vermitteln. Und so hat sich das immer mehr aufgebaut. Und ich bin, wie die meisten von uns in den 90ern, durch diese tiefen Täler, weil ich nicht ankam mit dem, was ich machen wollte. Das hat keinen interessiert, das fanden sie alle komisch. Ich habe viel zu lange Physiotherapie gemacht, weil ich nicht in die Arbeit reinkam, die ich wollte. Meine Bücher hat kein Mensch verlegt, weil es den Verlag auch damals noch gar nicht gab. Also es hat sich entwickelt und ich hatte aber auch, den Verlag gab es aber noch gar nicht, musste dir mal vorstellen. Gell? So toll. Und ich war immer so ein Stückchen schneller als das, wie es dann gewollt wurde. Und die Zeit dazwischen, die war wirklich immer blöd. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ne? Und das ist schon erstmal meine Geschichte. Und ich bin zutiefst dankbar, wirklich zutiefst, dass ich habe wirklich ein mega Glück gehabt, dass ich gerade mit dem, was ich am meisten liebe, wirklich auch sichtbar sein kann. Also ich muss überhaupt nichts justieren. Ich justiere immer wieder nach, ob es noch mein Ausdruck ist. Aber ich muss nichts justieren, ob es euch dann gefällt. Und weil der Schirner das verlebt und ich könnte es auch nicht. Also wenn es nicht passt, dann muss ich was völlig anderes machen. Ich kann meine Berufung nicht irgendwie, ja, die kann man nicht verraten. Und da bin ich einfach in der gesegneten Lage. Danke. Ja, vielen Dank, Susanne Hühn. Und um das innere Kind geht es ja auch morgen früh um 7.30 Uhr für die, die dabei sein wollen. Ich öffne die Runde nun zum nächsten, wie Sie mögen. Jetzt hast du es.
mir hat sich das irgendwie ganz anders gezeigt. Und die Fähigkeit zu sehen, nämlich auch wirklich mit dem Auge erweiterte Felder zu sehen, da kann ich mich erinnern, ich war 4 oder 5 Jahre alt, da habe ich schon Energiefelder, Kugeln in bunten Farben bei Menschen gesehen. Und es war nicht immer nur schön, was ich gesehen habe. Ja? Und so in meiner kindlichen Naivität war irgendwie mein größter Wunsch, wie kann es geschehen, dass diese dunklen Schatten und diese dunklen Kugeln und diese dunklen Felder nicht mehr bei Menschen sind und dass die schönen Bunten beginnen mehr zu tanzen. Ja? Ich habe damals als Kind noch nicht gewusst, dass ich viele Jahre später nur mehr das tue, die dunklen Kugeln zum Verschwinden zu bringen. Ja, ich war ein sehr sensibles Kind, sehr, sehr sensitiv, nur das hatte keinen Platz. Ich bin eines von vielen Kindern in den Bergen groß geworden und meine Eltern hatten mit anderen Themen zu tun, als das, was die Tochter hier sieht, damit umzugehen. Also man hat mir ganz, ganz klar zu verstehen gegeben, dass das, was ich sehe, nicht so gut ist. Und ich hatte Angst, ich wollte dazugehören und aus diesem Wunsch heraus dazuzugehören, habe ich das alles vergessen. Ja? Und ich bin still geworden. Ich bin ein sehr, sehr stilles Kind geworden und ich habe gelernt zu beobachten. Und erst viel später habe ich dann erfahren, dass genau das die Seelenkräfte gestärkt hat, genau in diese Richtung zu gehen, in die ich eben dann, in der ich stark geworden bin. Ja, und ja, dann habe ich halt mein Leben gelebt, in der Sehnsucht, wie jede junge Frau, Sprachen lernen, studieren. Das hat mir immer sehr viel gebracht, es hat mir gefallen. Aber es war nicht die Welt, es war nicht meine Welt. Und erst dann, wie ich meinen zweiten Mann, meinen Seelenpartner Gerald kennengelernt habe, er ist selbst sehr, sehr medial, dann ist all das, was ich in mir getragen habe, irgendwo auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe all meine Kleider, ich war in einer, sagen wir mal so, in einer sehr gut situierten Gesellschaft, beheimatet damals und es war schön, das zu leben. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, bis hin zu meinen Schuhen, bis hin zu meinem Schmuck und habe alles investiert in ein gemeinsames Projekt, das ich mit Gerald aufgebaut habe, in die Naturlehrstätte Lichtkräuterhof. Und dieser Mann, der hat mir durch seine geniale Verbindung zur Natur und mit seiner Medialität hat er mir den Weg geöffnet, um hier in diesen Sphären weiter zu reisen. Und dafür sage ich ihm Danke und ich möchte dich jetzt küssen. Selbst Vorträge gehalten im Naturheilverein im Österreichischen und das Thema war Wirbelsäule und ich habe geglaubt, das ist etwas für mich und so habe ich ihn kennengelernt, nur da ist noch viel vergangen, aber wir waren dann irgendwann sehr, sehr verliebt ineinander und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm mitkommen möchte zu Dr. Guido Schumacher und in seine Lehrstätte für neue Heilweisen. Er hätte eine gute Bibliothek und während er studiert und hier als Medium arbeitet, könnte ich ja lesen in dieser Bibliothek. Aber meine lieben Damen und Herren, ist ganz anders gekommen. Und zwar, ich bin Dr. Guido Schumacher begegnet. Und es hat mich wie einen Blitz getroffen und ich habe seine Aura in den strahlendsten Farben wahrgenommen.
Und das war eine Nacht, in der dann viel durchgelaufen ist bei mir. Und ich war mir ganz, ganz bewusst, dass ich Dr. Schumacher nicht in diesem Leben kennengelernt hatte. Ich bin nächsten Tag nicht in der Bibliothek gelandet, sondern bei ihm in der Praxis. Und er hat einfach getestet, wie ich so als Medium zu gebrauchen wäre. Ich hatte fürchterliches Herzklopfen, aber es war genial, was hier passiert ist. Also das war meine ganz, ganz große Wandlung. Wir haben dann, ich habe natürlich die Ausbildung gemacht, wir haben dann in Wien ein Zentrum eröffnet. Damals hatte ich viel heilerisch gearbeitet. Das war ein Teilbereich jetzt des Spektrums. Heute habe ich meine Aura-Praxis in Wien. Heute begleite ich viele, viele Menschen in ganz andere Sphären. Ich sage, für mich war ja auch ganz, ganz wichtig auf meinem Weg, mich zu läutern von all meinen Begrenzungen. Ich sage, von all, ich hatte irdische Ängste, also in der Welt alles auf die Reihe zu bekommen. Also das waren große Schritte. Es war auch die Partnerschaftsthemen, hier Sicherheit und Liebe, Geborgenheit zu erfahren. Auch das waren große Themen. Auch ich hatte eine ganz große Trennung zu durchleben mit all der Tiefe des Schmerzes. Dann Sicherheit zu bekommen, in dem, was man tut, es als gut zu empfinden, die Wertschätzung zu erfahren, die wir heute von Frau Doktor gehört haben. Ich habe in der Beziehung mit meinem Mann und Dr. Schumacher diese Anerkennung für meine Arbeit bekommen, die mich wirklich gefördert hat. Und ja, und so ist es geschehen. Danke. Ich kann mich noch gut an den Zeitpunkt erinnern, da war ich 15 oder 16, als ich gefragt wurde so von meinen Eltern und Freunden und so weiter, was willst du denn mal werden? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht, aber eins will ich. Ich will wissen, wo die geistige Front unserer Zeit ist. Und da will ich hin. Und mit geistiger Front hatte ich so die Fantasie, ich möchte dorthin, wo Menschen aufbrechen, die Welt zu entdecken, den Menschen zu entdecken. Und das war ein ungeheuer starker Impuls. Und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass alle interessanten Berufe von meiner Familie besetzt waren. Mein Vater war Schauspieler und Intendant, meine Mutter hat Musik studiert und abgeschlossen und ist Pianistin, mein Großvater war Professor für Architektur, meine Großmutter war eine begeisterte, philosophisch orientierte Literatin und ich habe mich immer gefragt, wo soll ich denn eigentlich hin? Und ich habe dann, bin dann auch diesen Verführungen, jetzt in die Schauspielschule meines Vaters zu gehen oder den Wunsch meiner Mutter zu erfüllen, ich soll Violinistin werden und auf der Bühne stehen und Konzerte geben und so. Ich habe mich dagegen letztendlich entschieden, weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht auf der Bühne so tun, als ob, und ich möchte auch nicht Häuser bauen, die vielleicht zusammenstürzen, wie mein Großvater, der hat zwar nichts gebaut, was zusammengestürzt ist, aber ich wollte eben erkennen und nicht bauen. Und ich hatte auch keine Lust, 5 Stunden am Tag zu üben, um eine einigermaßen akzeptable Geigerin zu werden. Und dann habe ich gesagt, wo ist eigentlich die größte Weisheit zu finden? In der Philosophie. Und die ist verknüpft mit vielen Wissenschaften und sie hat auch was Heilendes. Durch die Selbsterkenntnis und durch die Erkenntnis entsteht ein innerer Befreiungsprozess und eine große Autonomie. Und dieses Gefühl, was auch verbunden war mit einem Satz, den ich in der Kindheit mitbekommen habe, denke nach und ordne dich nicht unter. Behalte deine Freiheit, Dinge in Frage zu stellen, über Menschen nachzudenken, über dich nachzudenken. Und dieses befasst dich mit dir selbst, erforsche dich, ohne deshalb egozentrisch zu sein.
Das waren quasi für mich auch die verschiedenen Bereiche, in die ich durch meine wissenschaftliche Arbeit eingedrungen bin. Nicht die Wissenschaft hat mich interessiert, sondern mich hat immer interessiert, oder interessiert, welche Fragen haben wir heute in unserer Existenz und welche Bereiche in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Geistheilung geben Antwort drauf. Und ich glaube, nur wenn wir, und das ist quasi mein Leitmotiv, wenn wir die Dinge verstehen, die in der Welt passieren und die in uns passieren, es sind ja immer Analogiebeziehungen, nicht? Was uns passiert, innerlich, passiert auch draußen, nicht innen wie oben, wie unten, innen wie außen, berühmter hermetischer Satz. Da genauer reinzugehen, reinzufühlen mit Herz und Verstand, darin sehe ich meine Aufgabe und meinen Lebenswillen, so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich durch Gespräche, durch meine Begleitung als philosophische Beraterin, durch das Schreiben von Büchern, Aha-Erlebnisse, dass wir gemeinsam Aha-Erlebnisse haben. Und wenn wir was erkennen, können wir auch etwas klären. Vorher nicht. Okay, also bei mir war das eigentlich auch mehr ein mehrstufiger Prozess, der natürlich auch einen gewissen Startschuss hatte. Und dieser Startschuss war, als ich gerade 20 Jahre alt wurde und vorhatte, Schauspiel zu studieren. Bis dahin hatte ich schon einiges an Erfahrungen im spirituellen Bereich gemacht, aber der Körper, der war nicht mit dabei. Alles spielte sich hauptsächlich auf, ich sag mal, auf der astralen Ebene ab. Ich habe mit 16 angefangen, ein Traumtagebuch zu führen und habe angefangen, Traumexperimente zu machen und Astralreisen. Und hatte dann auch schon eine relativ hohe Expertise erreicht und dazu mir auch schon ein Modell überlegt, wie das Universum so funktionieren könnte. Aber der Körper, der war immer so etwas, der ist eigentlich nur eine Last. Ja? Ich hatte Angst vor Schmerzen, ich war nicht sportlich. Irgendwie brauchte man den Körper, um sich fortzubewegen, ja, und um ihn vielleicht mal hübsch zu machen. Aber eigentlich hatte ich überhaupt gar keine gute Beziehung mit diesem Körper. Und als ich dann mit 20 Schauspielerin werden wollte, bekam ich eine chronische Kehlkopfentzündung. Mhm. Und es ging und ging nicht weg. Und es gab eine Reihe von anderen Symptomen im Körper. Das Immunsystem war nicht gut drauf. Ich habe mich wirklich ganz schlapp gefühlt und das mit 20. Mit 20 dachte ich, Gott, ich fühle mich wie ein Wrack. Und da ich aber eben spirituell aufgeschlossen war, war mir auch klar, das hat ja was mit mir zu tun, mit meinem Inneren, mit meinen Themen. Deshalb bin ich mit diesen ganzen Symptomen dann irgendwann nicht mehr zu irgendwelchen Ärzten gerannt, sondern zu Heilpraktikern. Ich habe angefangen mit Phytotherapie, Homöopathie, habe angefangen weiter an mir zu arbeiten und habe dann mit meiner Ausbildung für Bewegungstheater begonnen. Weil ich hatte mich gefragt, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, mich auszudrücken, wo die Sprache vielleicht nicht im Vordergrund steht, sondern mehr der Körper? Und dann kam die Antwort. Und diese Ausbildung für Bewegungstheater enthielt sehr, sehr viele ganzheitliche Elemente. Elemente von Yoga, Qigong, Feldenkrais, sehr viel natürlich Emotionalarbeit, weil man muss den Menschen ja frei bekommen, damit er sich äußern kann. Und das war eigentlich wirklich der Beginn, einen Berufsweg zu suchen, der einerseits spirituell ist und andererseits aber wirklich körperzentriert. Und es war so in der Kindheit, wie sich meine Spiritualität entwickelt hat, war es eigentlich im Kontrast zu dem gesellschaftlichen Hintergrund, in dem ich lebte. Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen, in einer sehr naturwissenschaftlich orientierten Familie und natürlich auch Gesellschaft. Die Eltern waren Ingenieure, Chemiker, Architekten und also Gott, der wurde hinter die sieben Berge bei den sieben Zwergen verstaut. Es gab es nicht. Und ich habe mir dann ziemlich früh Gedanken gemacht, was ist eigentlich, was ist der Tod, was ist nach dem Tod? Was ist dieses Ich, das denkt, es ist Julia Kant? Also wie kommt es, dass es da ein Mädchen gibt, das denkt, es ist ich? Warum bin ich nicht ich, ganz woanders, in einem anderen Land? Und dann kam mir auch der Gedanke, naja, vielleicht gab es dieses Ich ja schon mal, irgendwann, vor tausenden von Jahren. Und vielleicht wird es dieses Ich auch wieder geben. Und dann hatte ich so einen kindlichen Gedanken, dass ich mir einen Zettel schreibe, den ich dann mit ins Grab nehmen werde.
um mich im nächsten Leben dann zu erinnern. Und das war ein interessanter Gedankengang. Weil das Konzept von Reinkarnation hatte ich noch nie gehört, das gab es nicht. Und mit 12, kann ich mich erinnern, habe ich ein Buch gelesen darüber, wie Sterne entstehen. Na, und das Schicksal der Sterne dann nachher nach der Sonne zum Roten Riesen und zur Supernova, zum Weißen Zwerg und zum Schwarzen Loch. Und es hat mich wahnsinnig interessiert. Und es hieß immer, ja, darauf hat die Menschheit noch keine Antwort. Außerdem hatte die Menschheit darin auch überhaupt keine Bedeutung. Weil das waren so große kosmische Zyklen, dass das, was wir hier sind, irgendwie wirklich war wie ein Schnappschuss. Und ich wollte mich damit nicht abfinden. Erstens, dass ich das alles nicht weiß. Zweitens, dass meine Existenz und die Existenz der anderen Menschen im Prinzip keine Bedeutung hat. Und da legte ich mich dann nachts hin, habe gebetet, dass ich also spätestens auch mit dem Tod dann alles weiß. Und konnte nicht schlafen. Meine Mutter musste mir Baldrian bringen. So. Und als dann die Wende war und dann natürlich auch der Zugang zu spiritueller Literatur einfach war, begann eigentlich der bewusste spirituelle Weg. Und das war dann im Alter von 16, als meine Urgroßmutter gestorben war. Das war irgendwie ein energetischer Stimulus dafür. Und nachdem ich dann diese Ausbildung für Bewegungstheater beendet habe, bin ich sofort in den alternativen Bereich. Also es war klar, dass mit dem Hintergrund, den ich hatte, ich wahrscheinlich in keine andere Berufssparte irgendwie passen werde. Und wie es sich dann genau ausgeformt hat, war ein Prozess, wo ich einfach nach dem gesucht habe, was mir am meisten entspricht. Bis ich dann, also vor über 12 Jahren, eben zu Tien Tao gekommen bin und merkte, das ist etwas, was auf allen Ebenen passt und nicht nur auf einen oder zwei. Und den Weg bin ich dann auch mit großer Entschlossenheit und über alle Schwierigkeiten hinweg gegangen. Ja. Ja, mein Name ist Katharina. Ich wohnte 15 Jahre in Berlin-Ost, also meine Nachbarin. Und ja, mein Weg ging auch über eine atheistische Ausbildung, sehr naturwissenschaftlich geprägt. Und mich hat immer die Frage gestellt, wie bei dem alten Goethe, ich wohne in Gera, Nähe Weimar, und was ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Und zwar die Welt, so wie ich bin, materiell, und was noch drumherum ist. Und ich hatte sehr schöne Erlebnisse in der Schule. Alles das, was wir vorhin so diskutiert hatten, das habe ich nur im Positiven erlebt. Sehr angenehme Lehrer und die uns gefördert haben, unsere Stärken. Singen konnte ich nie, ja, also durfte ich die Auftritte organisieren für die Sänger. Das ist mein Ding. Ja. Braucht man auch. Und ja, und dann hatte ich mich für die Biologie, die Chemie und wollte die Biochemie in der Zelle wissen und die Physik. Was ist Physik? Hat mir sehr gefallen. Die anderen haben immer gerechnet und ich habe die Ergebnisse aus Bauch gesagt. Die stimmten zwar nicht ganz so bis zur letzten Stelle, aber Pi mal Daumen war es immer richtig. Und dann durfte ich zur Physikolympiade der DDR und durfte in Jena mal mehrere Wochen an der Universität mit Physikern zusammenarbeiten. Und da habe ich dann gesagt, diese Festkörperphysik, die lerne ich nie. Das ist zu viel Mathematik. Ich möchte Biologie machen, mehr Medizin. Und das ist das, was ich im Alter von 15, 16 Jahren schon immer in mir getragen hatte. Ich wollte gerne Medizin machen. Und das Verbinden mit Physik und auch Psychologie. Wenn man das übersetzt, Psychologie, Seelenarbeit. Was ist die Seele? Das wussten wir nicht. Ich wusste nur die deutsche Sprache, das ist fantastisch. Es ist die Seelensprache. Japaner und Chinesen, wenn die Psychologie studieren, lernen die Deutsch. Ja? Ich bin neben mir, ich bin außer mir. Ja, wo bin ich denn da? Na, da ist meine Seele nicht an meinem Körper. Da fehlt ein Stückchen am Astralkörper, das ist nicht angedockt. So. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls hatte ich mich beworben und ich wollte es unbedingt im Ausland machen, um selbstständig zu sein. Autark ist bei mir ein riesengroßes Wort im Leben. Ja, und da hatte ich mich damals beworben für Medizin und wurde abgelehnt. Ist ja schlimm. Weil kostete viel Geld so ein Studium, 120.000 DDR-Mark. Da musstest du hinterher auch
arbeiten in dem Beruf. Und wenn du aber links blind bist und rechts nur 30% hast und kein räumliches Sehvermögen, geht schlecht. Also nicht. Okay, dann bin ich nach Bulgarien und habe meinen Zweitwunsch des Studiums gemacht, Ökonomie. Eine Fachrichtung, die niemand wollte. Statistik. So. Das war aber, da hat mich da jemand geführt. Denn das brauchte ich. Heute weiß ich, was Information ist. Ich bringe entweder die Atome in Form oder ich bringe die Ionen ins Format. Ja? So. Und dass Information wesentlich bedeutsamer ist und Priorität hat als Energie. Und dann habe ich mich mit Physikern beschäftigt, Burkhard Heim, und hatte dann das Glück, dass seine befreundete Dame bei einem Vortrag in Wiesbaden, da habe ich 25 Jahre gelebt und Statistik gemacht im Statistischen Bundesamt. Ja, und die 35 Jahre, die waren so interessant, da habe ich dann gemerkt, dass das, was ich alles im Studium hatte, das war alles wichtig, um die Zahlen, die Ziffern, das ist ein Unterschied, ob Zahl oder Ziffer, also diese Ziffern hinter dem Komma hatte ich ganz genau auszurechnen mit meinen statistischen Methoden. Das war super. Aber dann habe ich nach Jahren dann gespürt, das ist ja viel wichtiger zu wissen, was vor dem Komma steht. Das können Sie nachvollziehen, ne? Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Und kann man auch einen Doktor haben, spielt keine Rolle. Dauert manchmal länger. Und die... Ja, und was ist das, damit die Zahl vor dem Komma stimmt als Statistiker? Da müssen Sie einen Fragebogen ausarbeiten. Und Sie müssen einem Menschen oder einem Unternehmer etwas hinlegen, wenn Sie was wissen wollen. Der muss das verstehen. Der muss das, was Sie wissen wollen, nachvollziehen können. Auf Deutsch gesagt, ich habe gelernt, wie man eine Frage stellt, wann man sie stellt, an wen man sie richtet, und was man für einen Inhalt reinsetzen muss. Und wenn das stimmt, dann stimmt es auch vor dem Komma. Gut, ne? Deshalb studiert man Statistik. Ja, und es ging die ganze Zeit gut, bis ich dann nach der Wende, ja, ich hatte 15 Jahre am Alexanderplatz im Statistischen Amt gearbeitet, in Berlin. Danach kam die Wende. Und ich war einer, also ich hatte so Bewerbungsgespräche, also so Überprüfungsgespräche, ob man für die Stasi gearbeitet hat oder nicht. Und ich muss euch wirklich sagen, das war eine beste Schule der Psychologie. Die Sekretärin von West-Berlin saß neben mir dann und die war psychologisch ausgebildet. Und hatte beobachtet, wie man auf die Fragen antwortet. Und jetzt kommt das, was sie im Vortrag schön gesagt hatte. Es ging nicht darum, was hast du studiert. Es ging nicht darum, was machst du für eine Arbeit. Es ging darum, was bist du für eine Persönlichkeit. Und wer da, ich sag's mal so, von hinten da so reingekrochen ist, der hatte null Chance. Du musstest selbstbewusst sein, wissen, was du willst. Und wenn mich dann jemand, Personalchef, gesagt hat, wir wissen nicht, was wir für Stellen haben in unserem neuen Amt da, und bitte unterschreiben Sie doch blanko, dass Sie zwei Stellen niedriger eingestuft werden. Und dann musste ich den erstmal aufklären, was ein Arbeitsvertrag ist. Dass der immer von zwei Seiten unterschrieben wird. Und das alles hat gefunkt. Und ich wurde genommen, einer von 300. Und das fand ich schön. Und dann hatte ich in Wiesbaden dann natürlich wieder neue Erlebnisse in dieser Gesellschaft. Psychologie pur. Dieses Buch schreibe ich nicht, weil das immer so ein bisschen Vergangenheit ist. Ich schreibe jetzt an einem Buch, das heißt Sehen ohne Augen. Und ich bin dann durch persönliche, na, ich sage so ungern, nee, das sind keine Schicksalsschläge, das ist einfach nur der normale Gang. Wenn man nicht seinen Weg geht, dann wird man dahin gedrängt, wo es lang geht. Und ich habe mich dann nach einer Querschnittslähmung ab C6 mit dem Thema beschäftigt, was hat dazu geführt, dass das mit innerhalb von einer Sekunde mein Leben verändert hat. Und dann habe ich das Harmer-Wissen gelernt. Dann habe ich verschiedene Techniken gelernt, bin zu den mentalen Sachen gekommen, von den Russen, ich kann Russisch und Bulgarisch, also, und habe das alles im Original gehört. Und als ich damals in Bulgarien 4 Jahre in Sofia studiert habe, das war wie die 17. Sowjetrepublik Bulgarien,
die haben gemeinsame Versuche gemacht. Und da hat mich eins fasziniert. Nikolajewitsch Kosirev, ein Physiker, ein Astrophysiker. Also Astrologie war für mich fremd. Genauso wie, was soll das? Ja? Aber Astrophysik war schon was. Dann hat er den Andromeda-Nebel zweimal fotografiert mit seinem großen Rohr. Und auf einmal sagte der, das linksrum war das Millionen Jahre alt und haben sie es vergessen auszuschalten über Nacht und guckten in die andere Himmelsrichtung. Und auf einmal war der Andromeda-Nebel nur noch ein Hundertstel Teil von dem, was auf den Tag zuvor war. Und auf einmal haben die den in der Gegenwart gesehen. Und dieser Mensch, Kosirev, hat jemand schon mal was gehört von ihm? Der Zeitspiegel, die Zeitwelle. Und der sagt halt, Information ist immer da. Und das Ganze, was du so schön mit deinen Wahrnehmungen hattest oder hier, das ist für mich das Plasmafeld oder das Informationsfeld oder die kosmische Intelligenz. Wie auch immer, es funktioniert. Und mit meinen Erfahrungen bin ich dann eingestiegen in solche technischen Geräte am Anfang. Oberon zum Beispiel. Ne? Oder Timeweaver, Quantec, was weiß ich. Und als Statistiker habe ich das alles mal kontrolliert. Ich habe das alles angezweifelt. Aber ich bin nie verzweifelt. Und habe das nachgerechnet. Und unter welchen Bedingungen kommt da gleiche Ergebnisse oder warum auch unterschiedliche Ergebnisse? Was ist Lebensenergie? Eine Mutter weiß, dass wenn es ein dreijähriges Kind auf dem Arm hat und es ist munter, ist es leicht. Aber ist das Kind müde und liegt mit dem Kopf auf der Schulter, dann ist es doppelt so schwer wie vorher. Ja, und der Unterschied ist die Levitation, die Lebensenergie. Nur die kann noch niemand messen, außer unser menschlicher Körper. Und mir, ja, habe ich gelernt, mit meinem menschlichen Körper alles zu messen. Und habe mir das, ja, ich habe auch so irgendwelche Wesen gesehen. Ich habe meinen Mann mit 24 verloren damals. Und als der nach einer Woche ging die Tür auf im Schlafzimmer, da steht er da. Ja, das ging wochenlang. Dann dachte ich, ja, ich bin aber nicht erschrocken, war mir angenehm. Wusste ich, es gibt noch mehr auf dieser Welt als das Feste. Oder ich habe am Oberon geredet, ich habe 10 Jahre lang zig Allergien mal gehabt und das hat mich alles dann, wie soll ich sagen, nüchtern gemacht. Also ich hatte 21 Allergien, Milcheiweiß, Gluten und Nachtschattengewächse, alles können Sie aufzählen. Ich war 15 Kilo weniger als jetzt und dann gehe ich an den Oberon rein und sage, Glutenallergie löschen. Darmzotten angucken, okay, dann gehe ich Spaghetti essen, ging ohne Probleme. Dann ging ich wieder zurück, Stufe 2, Chromosom Nummer 3, dritter Abschnitt oben rechts, einkreisen, Glutenallergie, Komma invers, umgekehrte Schwingung, gibt den Sinus ein Cosinus und schon ist die Sache, ist die Nuss geknackt. So. Und ich kann das noch vormachen, es klappt mir immer nicht mal. Das Spaghetti essen, das ist ein Schnitt und konnte niemand nachvollziehen, weil es sind nur meine Schmerzen. Ne? Aber als ich dann vor dem Gerät stand, dann machte ich das Chromosom Nummer 3 und drückte die Enter-Taste und mein ganzer Körper machte 20 Sekunden diese Schüttelbewegung, ja, wie dieser Froschkönig da im Käfig. Und alle Informationen an den Zellantennen, Bruce Lipton, ja, die hatten sich da abgeschüttelt und seit dem Tag esse ich alles. In Sekunden war die Sache erledigt. Und da habe ich gesagt, teure Geräte, 40.000 ist zu viel, weg mit den Geräten, im Urwald hast du auch nichts. Ja? Also fang an, endlich deine zwei Hände zu nehmen, wo der Papa schon immer gesagt hat, weg mit deinen Ganga-Händen. Wenn du da drüber gehst, stehen die Antennen oben. Ja? Dann habe ich ja gewusst, was Plus und Minus ist und dass da Strom fließt und Energiepotenzial. Und rein von der Physik bin ich dann rangegangen und habe mich gefreut, damals in der 10. Klasse, habe ich mich daran erinnert, Abschlussarbeit als 17-jähriges Mädchen. Das Thema hieß Welle-Teilchen-Dualismus. Ich danke meinen Lehrern, dass sie mir das ermöglicht haben. So, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vieles, was Sie jetzt hier erzählt haben, ist vielleicht auch ein Teil meiner Geschichte. Ich würde es mit anderen Worten ausdrücken. Ich bin sehr behütet aufgewachsen in der schönen Dreiflüsse-Stadt Passau. Dort
gibt es die hohe Geistlichkeit, insofern war Religion ein Thema. Aber meine Eltern kommen aus dem Sudetenland, hatten einen sehr entspannten Blick auf die Dinge. Und dadurch bin ich sehr frei aufgewachsen. Und ich durfte neugierig sein und ich durfte immer staunen. Und das tue ich heute auch noch mit Vorliebe. Und dann gab es mehrere Stränge. Der eine Strang ist die Bewegung, der zweite Strang ist die Musik und der dritte Strang ist die Schule und damit auch das Nachdenken unter anderem über den Sinn. Und über viele Jahre hinweg hat mich die Frage begleitet, was ist Zufall und was ist Schicksal. Und das war so involviert in all die Tätigkeiten, die ich unternommen hatte. Ich konnte ganz gut und schnell laufen. Also ich war Leichtathlet und parallel dazu habe ich Klavier gespielt und bin schon langsam älter geworden. Unsere Leistungen wurden immer besser. Wir waren international sehr viel unterwegs. Und wenn ich sage wir, war das vor allem eine 4x100-Meter-Staffel und haben da in einem Jahr mal 15 Mal den Rekord immer wieder gesteigert, waren am Schluss dann über deutschem Rekord. Und da passiert es natürlich auch, dass man sich mal verletzt. Was macht man als Niederbayer? Man geht natürlich zum Arzt und konsultiert dann verschiedene Ärzte und merkt dann, hoppla, irgendwas stimmt da nicht. Es wird immer schlimmer und ich hatte dann eine Odyssee, die 2 Jahre gedauert hatte, wo man mir in die Bandscheiben reingespritzt hatte als Jugendlicher. Das hat nicht nur höllisch wehgetan, es wurde auch immer schlimmer. Man hat mir gesagt, Bandscheibenvorfall und sonstiges mehr und irgendetwas an mir hat gesagt, das stimmt nicht. Und ein Zufall war dann, dass ich in der Nachbarschaft von jemandem erfahren habe, der einen Stift in die Hand nimmt und fährt mit dem Stift bestimmte Bahnen am Körper entlang und dann passiert was. Das habe ich dann gemacht. Nach diesen 2 Jahren wirklich Schmerzen, beim letzten Wettkampf muss man mich wirklich in Kempten von der Bahn tragen, weil ich nicht mehr gehen konnte und das als 16-Jähriger. Und dann kommt dieser Mann, behandelt mich 4 Mal und der Schmerz war weg, und zwar dauerhaft. Das hat mich beeindruckt. Und das hat mein medizinisches Weltbild auf den Kopf gestellt. Durch besondere Umstände durfte ich diese Technik lernen, Akupunktmassage nach Pencil. In der Zeit war ich berufen in eine Kommission des Olympischen Komitees und war da eine Akademie in Griechenland und habe dort sehr viele internationale Sportler kennengelernt und wurde dann in die Südsee eingeladen, nach Guam auf den Marianen, das war mal eine deutsche Kolonie. Und es war sehr aktuell, dass ich dorthin gehe. Und dann wollte ich aber etwas an der Hand haben und so durfte ich als Ausnahmemensch sozusagen, normalerweise ist das medizinischen Berufen dann vorbehalten, diese Technik dann erlernen. Guam hat sich zerschlagen, aber ich habe diese Richtung weiter verfolgt. Es gab dann eine zweite Geschichte. Während des Sports habe ich mal die besondere Gelegenheit gehabt, mit einem besonderen Trainer zu arbeiten, nämlich Bert Sumser. Den wird ja niemand kennen, aber Bert Sumser war der Trainer von Armin Harry. Und den kennt der eine oder andere sicherlich noch als einziger Olympiasieger über die 100 Meter. Und dieser Mann hat mich innerhalb von 10 Minuten so inspiriert, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Der spricht mich in einer besonderen Weise an und ich kann hier Energien abrufen, die kannte ich vorher noch nicht. Und es war ein herzerwärmender Mensch, der mir sehr zugetan war und der mehr in Möglichkeiten gesprochen hat, als man das vielleicht von Trainern kennt, in Anweisungen, mach das, mach das, mach das. Das waren mehr so Einladungen. Das hat mich inspiriert. Da habe ich mir gedacht, das wär's. So was würde ich auch gerne können. Und ich denke, da in der Zeit ist diese Idee geboren, Lehrer zu werden. Es gab dann einige Herausforderungen, als ich dann soweit war, um zu studieren, war die Zeit für Lehreranstellungen sehr schlecht. Ich habe mir gedacht, na, das wird nichts, jetzt muss ich irgendwas anderes wählen. Und nachdem mir Biologie sehr Spaß gemacht hatte, genauso wie Medizin, dachte ich vielleicht, na, Biologie. Und damals wurde man noch
verschickt sozusagen. Und so hat mich die ZVS nach Regensburg verschickt. Und ich sitze da 3 Tage und weiß, das ist nicht mein Feld. Und da war der erste Weg zum Sport. Und ich gehe da rein und merke, das ist meins. Und dann kam ein erstes Semester, wo ich regelrecht Existenzängste hatte. Was mache ich denn jetzt? Und ich musste durch dieses tiefe Tal, um endlich am Ende des Semesters zu mir zu sagen, und das mache ich jetzt, egal was passiert, aber das ist meins. Und dann gab es noch verschiedene Ausflüge in die Theologie zum Beispiel, weil mich das natürlich interessiert hatte. Auch die Musik. Und dann war klar, Musik bleibt Hobby. Und die Theologie, ich habe mir die Seminare angesehen, das war mir dann ein bisschen zu theologisch. Und dann bin ich dorthin gekommen, was mich heute auch noch bewegt, nämlich die Germanistik und damit die Literatur und die Poesie. Und so sind verschiedene Schienen parallel gelaufen. In der Zeit habe ich dann auch mal ein erstes Geld verdient. Und in der Nähe von Passau gab es einen Betrieb, wo man Trafos geprüft hat, also so elektronische Sachen. Und das habe ich 14 Tage mal gemacht und nach 14 Tagen habe ich davon geträumt. Eine Bewegung. Ich habe gedacht, nein, das kann es nicht sein. Und dann ist so etwas Weiteres entstanden, nämlich, was kann ich aus meinen Möglichkeiten machen? Und dann war die Idee da, ich gebe Klavierunterricht. Und dann habe ich so als Self-Man bis zu 7, 8 Klavierschüler jede Woche gehabt, als das Studium dann schon losging, und habe da unterrichtet und habe da meine Erfahrungen gemacht. Und dann war immer mehr interessant, nicht nur was sage ich meinem Kinde sozusagen, sondern wie sage ich es und wann. Und dann gab es interessante Erfahrungen, zum Beispiel bringe ich jemand was bei und es klappt und klappt und klappt. Ich habe alles herausgeholt, was da so an methodisch-didaktischen Gesichtspunkten war. Und dann kommen Ferien und nach den 14 Tagen konnte der das einfach. Oder die Kleine mit 5 Jahren, ich hatte da eine breite Altersgruppe von 5 Jahren bis 25. Und auf einmal war das da. Da denke ich mir, was passiert da im Kopf? Und dann sind mir einige Lichter aufgegangen, zum Beispiel eben auch im Sport, dass im Sport sehr stark von den Disziplinen her und von den Regeln gedacht wird. Aber nicht von den Möglichkeiten des Körpers. Und um das abzurufen, brauche ich aber eine besondere Sprache. An der feile ich heute noch, wenn ich mit meinen Studenten arbeite. Aber es gelingt immer mehr, sie dort abzuholen, wo sie sind, und sie dann zu ihrem Potenzial zu führen. Und zwar so entspannt, konzentriert, dass sie in diese Ebenen kommen, und ich werde morgen auch darüber sprechen, weil man ja einiges von den Gehirnwellenfrequenzen sagen kann, wo wir in der Gegend sind, optimal Informationen abzurufen. Und dann passieren ganz spannende Dinge. Und das würde ich heute in aller Demut als spirituell bezeichnen, was da passiert. Also im höchsten Sinne Geistiges, was da los ist. Daneben gab es dann die Schiene der Gesundheit. Gesundheit war in meiner Familie immer ein großes Thema. Der Vater ist Diabetiker und so wurde auf die Ernährung immer sehr geachtet. Und so gab es dann manche Lehrer, die nicht so Mainstream waren, die anders auf die Dinge geschaut hatten. Und so ist manches entstanden, was mich so in Sachen Ernährung natürlich interessiert hatte. Und dann habe ich festgestellt, hoppla, die Dinge passen da zusammen. Auch die Musik passte irgendwie rein. Und so hat sich das mehr und mehr ergänzt. Und im Zuge dessen, wenn man so unterwegs ist und am Staunen ist, lernt man ungewöhnliche Menschen kennen. Und da durfte ich viele interessante Menschen kennenlernen, die ich heute als Schamane bezeichne, als Heiler. Und dann habe ich begonnen, Seminare zu besuchen und meine Entwicklung auf dieser Ebene zu machen. Und das durfte ja immer nicht groß an die große Glocke gehängt werden. Ja, jetzt geht man ja einen wissenschaftlichen Weg und dann macht da einer irgendwie hier sowas Geistiges. Der spinnt doch. Und eines Tages haben wir geübt im Freien und dann sehe ich so an meinen Händen, wie da eine blaue Flamme rauskommt. Da habe ich gedacht, jetzt geht's los. Jetzt fange ich das Spinnen an. Und dann gehe ich zu dieser Leiterin und dann sagt sie zu mir, ich wundere mich sowieso schon lang, warum du das nicht siehst. Und dann kamen viele spannende Erlebnisse und heute würde ich mich als Wegbegleiter hin zu Potenzial betrachten auf allen Ebenen und heute ist das zusammengewachsen in einer Harmonie. Es gab immer wieder die Visionen, aber es hat auch die Zeit gebraucht.
Und wenn ich vor 20 Jahren Dinge mal angedeutet hatte, ich musste also in der Wissenschaftssprache an der Universität immer in Englisch zu entsprechen, ja, weil es hier eine starke Fraktion gibt, die eben Hardliner sind. Und die gibt es auch heute, wenn wir quantenphysikalisch auf Dinge schauen oder ob wir im klassischen Sinne auf Dinge schauen. Es geht so weit, dass manche Kollegen dann Prozesse führen gegeneinander. Ja? Also da ist wirklich Kampf hinter den Bühnen. Und da war vielleicht unter 100 Studenten einer dabei, der angedockt ist und der mal kam und nachgefragt hat. Heute kommen viele Leute. Und die kommen dann meistens mit dem Satz, Herr Hein, ich habe so das Gefühl, Sie sehen mehr. Und dann entstehen interessante Dinge. Und so geht man eben weiter und es fügen sich die Dinge. Und insofern führe ich ein sehr schönes Leben. Vielen Dank. Ja, ist das nicht zum Staunen? Ja. Ganz sechs unterschiedliche Geschichten. Und am Ende hat jeder das Seine oder Sie das Ihre gefunden. Nein, Sie haben mir das Stichwort gegeben für unsere zweite Runde, die nicht so ganz lang dauern darf wie die erste. Trotzdem vielen Dank für die erste. Sie führen jetzt, haben Sie gesagt, ein schönes Leben. Das ist die spannende Frage für die zweite Runde, die auch unter uns immer wieder hin und her debattiert wird. Was bedeutet das mit diesem einen, mit dieser Gabe, dieser Leidenschaft, dieser Berufung zu leben? Ist das eine Verpflichtung? Ist das eine Aufgabe? Ist das eine Last? Ist das eine Freude? Ist das eine Bereicherung? Wie lebt jeder von Ihnen, jede von Ihnen damit? Ich fange mal jetzt hier an. Okay. Als erstes denke ich, für mich selber habe ich Probleme mit dem Wort Gabe. Weil Gabe impliziert, dass irgendetwas gegeben wurde, also womit man vielleicht nichts zu tun hat. Und ich denke, dass Fähigkeiten, die sich zeigen in einer Persönlichkeit, was damit zu tun haben, was auf anderen Ebenen schon in gewisser Weise entwickelt oder erarbeitet wurde, zum Beispiel in anderen Inkarnationen. Wäre das nicht so, wäre es ja so, als würde, was auch immer, Gott das Universum mit der Gießkanne so blind Gaben verteilen. Der eine hat dann eine und der andere nicht. Das wäre irgendwie auch nicht fair. Also eine Aufgabe. Ja. Und diese Aufgabe, nach meinem Empfinden, nach meiner Wahrnehmung, ist es etwas, was eigentlich vor der Inkarnation gesetzt wird, wenn es denn eine wirkliche Aufgabe ist. Und irgendwann im Leben kommen halt diese Triggerpunkte, wo dem dann nachgegeben wird. Ich denke, dass das sehr, sehr verschieden ist, ob das sofort nur als Glück empfunden wird und als Freude. Ich denke, meistens nicht. Also es gibt Fälle, aber in der Regel nicht unbedingt. Es kann sich natürlich dahin entwickeln, wenn man sozusagen die inneren Widerstände gegen die Dinge ablegt und seine eigenen Prozesse macht. Und irgendwann im Leben vielleicht an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist so eine Harmonie da, wo sich das alles trägt und im Flow anfühlt. Und bis dahin kann es aber auch ordentliche Krisen geben und die sind nicht falsch. Ich denke, die sind einfach Teil dieser ganzen Rechnung. Also man macht Erfahrung und muss die irgendwie bewältigen. Und es ist auch so, dass der Weg in die nächste Ebene, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte das jetzt so arbeiten und so unterrichten, das ist ja für einen selbst auch ein nächster Entwicklungsschritt. Und dieser Weg hin zu dieser nächsten Entwicklungsetappe ist sehr oft krisenbesetzt. Einfach deswegen, weil vielleicht eine Ordnung, die vorher existiert hat und auch funktioniert hat, erstmal ins Wackeln geraten muss, um dann einen Freiraum zu schaffen für das Höhere. Und je nachdem, wie viel man sich so vorgenommen hat für dieses Leben, hat man vielleicht mal eine Krise und einem geht es dann gut oder es kommen auch mehrere, weil es halt einfach immer weitergeht. Ja. Und gerade wenn man Pionierarbeit macht, denke ich, nimmt das schon einen großen Fokus im Leben ein. Ich
denke nicht, dass von oben her die Regel besteht, dann darf man nicht mehr Freude haben, nichts anderes mehr machen. Aber es ist natürlich ein starker Fokus. Jedenfalls ist es in meinem Leben so. Und es gibt auch Dinge, die dann eben untergeordnet werden. Also nicht, weil es sein muss, sondern weil man es gerne so macht und einfach lebt für diese Sache, die eben auch viel Aufmerksamkeit kostet. Und es ist, denke ich, eine Herausforderung für Menschen, die in dem Beruf arbeiten und auch eben freiberuflich sind, sich für das wirklich eigene außerhalb der Arbeit ausreichend Zeit zu nehmen. Und sich nicht zu verausgaben oder irgendwie zu meinen, man muss zu viel geben, um dann irgendwie selbstgelegten Ansprüchen gerecht zu werden. Ja, also ich denke, das ist schon, das muss jeder so für sich rausfinden. Ja. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, danke. Ja, mein Lebenslogo heißt autark leben, selbstständig sein. Ich habe deshalb eine Firma gegründet, die BTW-Akademie, und vermittle das Wissen, um autark leben zu können. Das heißt bewusst, BTW heißt Bewusstsein, Technik autark und Wissen umsetzen. Es nutzt uns nichts, wenn wir es nur wissen. Wir müssen es umsetzen. Und dieses Umsetzen in unserer heutigen Zeit, so schnelllebig wie die ist, und mein Leben soll das Letzte auf dieser Erde sein, ich muss mich beeilen, alles umzusetzen. Und da habe ich mir gedacht, 1:1-Behandlungen, so gut die auch sind, müssen erstmal schnell gehen, im Minutentakt. Und auch das ist noch zu viel für die vielen Kranken, die es gibt und Probleme. Also mach Seminare und bringe den Menschen das bei, es selbst zu können, so wie aus Krone auch. Nur mache ich das ganz einfach. Ich mache das in 15 Stunden, ein Wochenende, Quantenharmonie. Und da ist das drinne, erkenne die Erstursache, mach das Trauma weg, und dann regeneriere deine Organe und Zähne. Und damit das auch alles so bleibt. Das kommt ja morgen Vormittag. Nee, das kommt nicht morgen Vormittag, das ist was anderes. Und dann noch die Psychologie. Dann geht es mir aber darum, wie Sie sich fühlen. Ich fühle mich, soll ich das sagen? Sauwohl, sagen die Thüringer. Ja? Ich lebe meine Lebensaufgabe, weil ich genauso wie er die Berufung habe, auch Lehrer zu sein für dieses Wissen. Und morgen im Vortrag können Sie sich überzeugen, das ist meine Kernkompetenz, schwierige Sachen mit Leichtigkeit und visuell gut rüberzubringen. Wie lebt sich's mit dieser Gabe, war die Frage. Ich habe mehrere Jahre immer wieder in Schweden unterrichtet. Und wenn ich dort in die Schule gegangen bin, wurden Ausländer, Flüchtlinge und so weiter nicht als Menschen mit Migrationshintergrund begrüßt, sondern als Neuschweden. Und dann wurde eine Frage gestellt, die mich sehr inspiriert hat, nämlich, was ist ein Geschenk an uns? Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Als Sportwissenschaftler und Trainingswissenschaftler weiß ich, wenn ich einen bestimmten Muskel trainiere, und dem geht natürlich eine bewusste Zuwendung voraus, dann wird der Muskel größer. Wenn mich ein anderer Muskel interessiert, dann kann ich den trainieren. Und darin besteht eine Freiheit. Also wo will ich hinschauen? Und so interessiert mich eben auch heute, welches Geschenk kann ich jemandem machen? Wie kann ich jemanden begleiten? Wo halte ich die Klappe und wo bin ich vielleicht herausgefordert? Und es wird dann spannend, wenn man mit Menschen zu tun hat, die zum Beispiel Kriegserfahrung haben, die Traumata haben und. Welche Möglichkeiten gibt es, um Schmerz rauszunehmen? Vorausgesetzt, jemand will oder jemand ist bereit dazu. Ich habe auch meine Zeiten erlebt, vor allem mit der Akupunktmassage am Anfang, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich missionieren. Und habe dann eben festgestellt, der geht jetzt voller Freude raus, aber mir geht schlecht. Da stimmt was nicht. Also es geht immer wieder um die Balance und so ist die Zelle letztlich auch aufgebaut. Ja? Bis wohin kann ich gehen? Wo ist meine Kraft? Wo merke ich, zieht es mich hin? Und dementsprechend folgt der Ruf. Als ich über Ihre Frage nachgedacht habe, fiel mir der Satz ein, der mich eigentlich, solange ich denken kann, begleitet, stirb und werde.
Natürlich ist die Phase des Sterbens und des Beginnens von Werden immer wieder außerordentlich schmerzhaft. Aber es bringt dazu, so hat es mich auch dazu gebracht, sehr glückliche und schöne Erfahrungen zu machen, nicht nur durch das Wirksamwerden von Gedanken, sondern auch durch das Erleben von tiefen spirituellen Erfahrungen. Und das ist die Basis, auf der ich schreibe, meine Klienten berate, durch das Wirksamwerden von Inspirationsprozessen. Dieses Angeregen, wenn ich merke, dass ich dazu beitragen kann, als Mittel zum Zweck einen Menschen anzuregen und herauszufinden, was bewegt ihn, welche Prozesse sind da blockiert und wie kann er selber in diese Entdeckungsform kommen. Das ist ein großes Glückserlebnis, quasi als Mittel zum Zweck zu einem Entdeckungsprozess zu kommen, mit dem sich dann neue Horizonte, neue Visionen, neue Lebensperspektiven vermitteln. Und das ist ein ausgesprochen glücklicher Moment, immer wieder diese Erfahrung zu machen, wirksam zu sein, damit ein anderer Mensch wirksam werden kann. Ja, dann wieder zurück. Wie lebt sich's mit dieser Gabe? Wie soll es sich leben mit dieser Gabe? Diese Gabe zu leben steht damit in Verbindung, dass ich dort ankommen musste, wo ich heute bin. Und das in Verbindung mit all den Situationen, die man durchspielt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als zu lernen, mehr Körperenergie zu generieren, mehr Seelenkraft zu entwickeln, die geistigen Perspektiven zu erweitern, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und das anderen Menschen vermitteln zu können, dass auch sie das tun können. Und in diesem Sinn, es lebt sich herrlich mit dieser Gabe. Danke. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sage. Heute Morgen hast du gefragt, ne, all dieses, was ist es? Ne? Ist es Last? Ist es Glück? Und ich habe gesagt, ja, alles. Wie es sich bei mir mit dieser Gabe lebt, hängt sehr davon ab, wo ich gerade stehe. Hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, vor 10, vor 5, hätte sich es anders angehört. Heute bin ich unglaublich glücklich, wirklich tief erfüllt, habe wirklich ein Leben. Ich bin wirklich, wirklich glücklich. Aber das ist noch nicht lange so. Für mich ist das, ich arbeite ja sehr viel mit dem inneren Kind, sehr viel mit Emotionen, sehr viel mit Frauenthemen und ich musste durch ganz vieles, wie ihr mit Sicherheit auch, erstmal selber durch und es war wirklich schon krass. Mich mit Suchtthemen rumschlagen müssen, habe einen transsexuellen Mann geheiratet, den begleitet auf seinem Weg zur Frau und immer keine Kinder bekommen, Fehlgeburten gehabt und ganz viele Sachen gehabt, wo ich wirklich verzweifelt bin, wo ich einfach diesen Weg gehen musste. Ich musste mich mit dem inneren Kind befassen, weil ich sonst selber echt, es wäre sonst nicht gegangen. Und ich habe in mir immer noch einen großen Schmerz über all das, was mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Bei aller Dankbarkeit, bei allem Wissen, ja, das musste alles sein, sonst kommst du nicht in das Selbstmitgefühl, merke ich auch manchmal, wow, was für ein Preis. Ich weiß, euch geht es bestimmt genauso. Und ich möchte es einfach nur auch sagen, ich bin wirklich, ja, aber egal wie es mir ging, ich wusste immer, ich habe ein unfassbar erfülltes Leben. Also diese Erfüllung, dieses Wissen, ich bin in meinem Leben genau am richtigen Platz, egal wie es sich gerade anfühlt, das ist was durch alles ganz, ganz tief durchträgt. Und ich hatte neulich, da war ich in Straubing, da wohnt nämlich meine Schwester, in einem ganz tollen Hotel und hatte gerade so einen tiefen Prozess mit Frauenarbeit gehabt und hat so die Idee, ich kann mal wieder ein Buch für Frauen schreiben, sprach mit meinem Verlag und dann meinte der Schirner Verlag, ja, da wartet man auch gerade jetzt wieder mal 9 Uhr drauf, ne? Also es steht mal wieder an. Und habe ich so einen unermesslichen Glücksmoment gehabt plötzlich, wo ich gemerkt habe, alles, was ich in meinem Leben durchlebe und schon auch durchfühle, und es fühlt sich schon auch manchmal sehr, sehr, sehr schmerzhaft an, das wissen alle.
darf, so wie es in mir durch ist, gleich dann in was werden, wo ich es weitergeben kann. Und dieses, erst lebe ich es und fühle ich es, macht dann wie die Blumen. Erst muss ich da selber durch und dann wird es zu was, was ich weitergeben kann, was ich dann auch lehren darf. Es geht nicht erfüllender. Also es geht nicht erfüllender. Und insofern bin ich überglücklich mit dem und ich fühle mich unglaublich lebendig. Ich sage oft unglaublich. Neulich sagte einer zu mir, sag doch glaublich. Aber mein Kopf weiß, was ich damit meine. Nämlich wirklich sehr, sehr erfüllend und tief und immer wieder überwältigend. Also, ja. Danke. In die Runde sage ich ganz herzlichen Dank für diese sehr persönlichen, echten, nachfühlbaren Antworten. Und ich bin ziemlich sicher, dass es Ihnen noch mehr Lust auf morgen gemacht hat. Ja. Frau Dr. Strohschein haben Sie ja heute schon gehört, aber sie bleibt ja unter uns und vielleicht darf ich das an dieser Stelle mal sagen. Ich finde das großartig, dass alle Referentinnen und auch der eine Referent es möglich gemacht haben, rechtzeitig zum Abendbrot hier zu sein und dass sie eben auch uns bis zum Ende des Seminars begleiten werden. Volker Finger möchte es nochmal wiederholt haben. Ich habe es schon gesagt, morgen früh um 7.30 Uhr gibt Susanne Hühn diese besondere Meditation zum inneren Kind und am Sonntag um 7.30 Uhr wird Julia Kant uns über das, was sie an Demonstrationen während ihres Vortrages morgen geben wird, dann auch nochmal ganz praktisch erlebbar, nacherlebbar, miterlebbar machen. Also insofern sind diejenigen von Ihnen, die das schaffen, schon morgen und übermorgen sehr früh auf. Deshalb schließen wir diese Runde jetzt hier. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, jetzt den Abend zu verbringen. Draußen und drinnen und drunten. Haben Sie noch viel Spaß. Lassen Sie den Tag gut ausklingen.